Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed 2 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, es geht weiter. Im letzten Part sind wir eingestiegen. Wir sind geflüchtet aus der Abstergo-Firma, aus dem Haus oder aus dem, ja, aus dem Gebäude von Abstergo mit Lucy und sind jetzt bei unserem neuen Quartier angekommen mit Rebecca und Sean, die unser Team verstärken. Sind jetzt im Animus als Desmond Miles und wir spielen nicht mehr die Geschichte von Altair, sondern wir sind jetzt in der Haut von Ezio Auditore da Firenze im alten Italien, im alten Florenz. Und wir müssen jetzt mal mit unserem Vater sprechen, weil wir waren die ganze Nacht weg und ich glaube, das ist nicht gut. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viera di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Okay, Laufbursche und Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Ja, akzeptieren wir natürlich. Was wollen wir jetzt ablehnen? Den Brief überbringen. Da sehen wir auch unser Ziel. Ja, und ihr seht es hier unten auf der Karte. Wir haben ein Kreuz, quasi ein Heilsymbol. Wir haben hier so einen Malerpinsel. Was auch immer euer Künstlerherz begehrt, ich habe es. Es gibt so ein paar Sachen. Wir sind vollständig gesund. Apothekenbedarf. Wir könnten einkaufen. Jetzt müssen wir immer Leute anvisieren, um was zu starten. Warum kann ich den hier nicht anvisieren? Na, aber da werden wir ja eh noch alles eingeleitet später. Wir bringen jetzt erstmal den Brief. Hier sehen wir eine Garnrolle quasi. Beutel, Kleiderfärben, Beutel, mittlerer Medizinbeutel und großer Medizinbeutel. Natürlich haben wir nicht genug Geld. Ja, es gibt Medizinbeutel. Da haben wir einen Hammer quasi für die Waffenverkauf. Reparieren Rüstung, Waffen, kleine Waffen, Munition. Wieder, ja. Falls ihr eure Meinung ändert. Ladies and Gentlemen, wir haben auch Rüstung und so weiter. Und endlich sehen wir auf der Minimap auch so, zumindest da, wo wir den Turm haben. Endlich sehen wir da auch unten auf dem GPS-Radar die Minimap. Das finde ich schon mal sehr, sehr nice. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir doch gleich den einen Aussichtspunkt da mit, oder? Wir wollen noch so viel wie möglich von diesem unglaublich schönen Spiel mitbekommen. 2009 ist es erschienen. Der ist wohl vom Affen gebissen. Genau, fast genau 2 Jahre nach Assassin's Creed 1. Und die Wachen sind sehr schnell aufmerksam auf uns. Das war gerade ziemlich strange. Oh, da komme ich gar nicht rüber. Wow, das hat weh. Erstmal halbes Leben verloren. Aber seht ihr, wie smooth jetzt das Klettern ist? Wie schnell der klettert, wie flüssig. Oh, ein Traum. Also wie gesagt, Assassin's Creed 1 ist überragend, wunderbar. Aber das hier, das toppt es einfach nochmal. Muss man einfach mal so sagen. Schön. Wie smooth diese Kletteranimationen sind. Bam, bam. Zack. Und da ist der Aussichtspunkt. Und den nehmen wir doch mit. Synchro. Oh, schön, der Fluss und alles. Ach. Schaut euch das alte Florenz an. Sieht es nicht wunderbar aus? Drehen. Und hier sind wir diesmal in, ja, in einem Blätterwaggon. Und wir haben den zweiten von 73 Aussichtspunkten. Okay, Herolde. Datenbankzugang. Könnten wir jetzt drüber lesen, aber das erfahren wir ja eh noch alles im Spiel. Von daher. Man muss da gar nicht in Anführungsstrichen spoilern. Sondern schau mal, wie wir die noch einsetzen können. So, wir sind doch gleich hier, oder? Wir müssen hier auf die Innenseite des Hofes, denke ich. Ja. Da unten ist schon unsere Zielperson. Und zack. Hola. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid.
und sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Okay. Kehren wir mal zu Giovanni zurück, wa? Scheint hier irgendwie ein persönlicher Assistent zu sein. Von dem Herrn Lorenzo. Dann wollen wir mal zurück zu Vater. So. Ach, völlig cool, wie unser Vater das gerade so locker genommen hat. Unseren nächtlichen Ausflug. Die Prügelei und so weiter. Solange man noch Kind ist oder Jugendlicher ist, sollte man das auch ausleben. So, wo ist denn Vater? Schön, das ist unser Bruder. Biscero. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Ja, und es gibt jetzt so eine kleine Truhe, wo wir Geld sammeln können. Wie gesagt, wir können so plündern. Hallo, Federico. Interagieren. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Und er hat auch die Narbe wie Desmond, ne? Am Mund. Laufbursche beendet. Mama und Schwester suchen nach uns. Interessant. Kuriermission freigeschalten. Okay, mit wem reden wir zuerst? Und Federico auch noch? Ne, wer ist er denn hier? Keine Ahnung, wer er ist. Drücken, um Karte zu öffnen. Naja, hier kenne ich alles. So, ich glaube, das ist unsere Mutter, deswegen Maria Auditore. Mutter, was möchtest du von mir? Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Okay, ein Freund der Familie, Maria bei ihrer Aufgabe helfen. Ein Freund? Das ist mein Vater, das ist meine Mutter. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Ups. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Okay, da geht's wohl um, ja, einen Mord. Datenbankzugang natürlich. Banken. Ja, auch Banken gibt es in Assassin's Creed 2. Ich würde jetzt gerne den Aussichtspunkt mitnehmen, Mutter. Wartest du? Da sind wir. Ach, wir sind schon hier. Ist das eine Bank oder was? Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Wie gesagt, ich kann kein Italienisch. Er ist sehr talentiert. Aber Imagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter! Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? What the fuck? Ja, Leute. Die Kiste zum Palazzo Auditore bringen. So, Ezio, was machst du so?
Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Genau, Leute. Ganz ehrlich, kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen den Grazio, Madonna. Wie nett von euch. Genau, Leute. Leonardo da Vinci. Wer kennt ihn nicht? Leonardo da Vinci. Und wie helfen wir ihm? Wow. Wir helfen ihm ja toll. Indem wir alles schleppen. Naja, dann wollen wir mal zurück nach Hause. Leonardo da Vinci, liebe Freunde. Ein guter Freund der Familie Auditore. Und ja, der berühmte Künstler. Wir sollen jetzt hier seine Gemälde zu uns nach Hause bringen. Und zack. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Natürlich, Leonardo. Ich hoffe das Gleiche. So, jetzt sprechen wir mit unserer... Ist das unsere Schwester? Claudia Auditore. Ist das unsere Schwester? Mal gucken, aber sie wollte auch was von uns. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Okay, anscheinend der Freund unserer Schwester. Gerechte Strafe Duccio aufspüren und bestrafen, okay? Oh Gott, das endet doch wieder in der Schlägerei, oder? Ich hab das doch schon wieder im Blues. Unsere Schwester wurde betrogen von ihrem Freund. Ja, dafür musste er natürlich büßen als großer Bruder. Wenn wir überhaupt der große Bruder sind. Ich glaube aber, wir sind der große Bruder. Claudia. Oh, Leute. Alter, seht ihr das Gebäude? Seht ihr den Aussichtspunkt? Ey, das ist doch ein Highlight, oder? Und das Highlight nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Das Highlight möchte ich mitnehmen. Oh, seht ihr das riesige Gebäude? Wie kommen wir da hoch? Santa Maria del Fiore. Oh. Da werden wir entdeckt. Okay, warum? Ach, sind das Schläger? Das sind anscheinend echt Schläger von dem Verdi. Naja, dann knock ich die eben aus. Zack. Bam. Easy. Ne, die Leiche möchte ich nicht aufheben, ich möchte plündern. Ist ja keine Leiche, die sind ja nur ausgenockt, die Jungs. So, und da wir kein Schwert, kein Kampf haben, werden wir natürlich auch nicht von Wachen gesucht oder so. Sondern nur von diesen Schlägern von diesem Typen da. So, können wir uns hier nirgends festhalten? Doch, hier können wir uns festhalten. Naja. Hier können wir hochklettern. Sehr schön. So, und jetzt? Ich hab keine Ahnung. Kommen wir da nicht hoch? Echt nicht? Wir kommen da nicht hoch? Okay, ist ganz schön hart hier hochzukommen. Wie kommen wir da hoch? Jetzt mal ohne Spaß. Ich will da hoch. Kann man sich hier nirgends festhalten? An den Rändern nicht, so wie es ausschaut. Müssen wir da rüberspringen? Schauen wir mal, klettern wir mal hier hoch. Weil hier kommen wir ganz easy hoch, komischerweise. Okay, jetzt hat sich mit ihm easy auch beendet. So. Müssen wir von hier vielleicht da echt rüberspringen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht, aber schaut euch mal an, wie geil das hier alles aussieht. Oh ja, da müssen wir tatsächlich rüberspringen. Ich liebe dieses alte
dieser altes italienisches. Oh, dieses Design ist einfach unfassbar. Finde ich extrem geil. Kenne mich ja ein bisschen mit Stilen aus. Barock für Barock-Generation und so weiter. Das Tischler habe ich das tatsächlich lernen müssen. Stile. Und ja, sieht unglaublich toll aus. Muss einfach mal so sagen. So, wie kommen wir da hoch? Irgendwo müssen wir doch hier hochkommen an irgendeiner Seite, oder? Das ist ein geiler Aussichtspunkt hier schon mal, oder? Der Aussichtspunkt ist doch schon mal Hammer. So, da können wir uns doch festhalten. Und da geht's weiter in die Höhe. Jawohl. Sehr schön, Ezio. Jetzt haben wir nur ein Problem. Oh, hier können wir rein sogar in das Gebäude. Nice. Aber hier gibt's keine Leiter, so wie es auch schon. Aber eine Kiste. Eine Truhe, so eine kleine Truhe. Und die nehmen wir doch mit. Die nehmen wir mit. Schön. Ja, Geld ist Geld. Wie wir wissen, regiert Geld die Welt. Können wir von innen vielleicht da ganz hoch? Oh, Ezio, auch sehr sportlich. Ui. Nee, das wollte ich nicht. Runterfallen wäre nicht so schön. So, kommen wir hier noch irgendwo raus? Ja, da ganz oben ist noch was, ne? Ist noch eine Luke offen. Können wir uns da oben irgendwo festhalten und da raus irgendwie? Schauen wir mal. Wir kommen da nicht rüber? Doch, natürlich kommen wir da rüber. So. Wie kommen wir da jetzt nur hoch, ist die Frage. Oh, da. Tatsache kommen wir da hoch. Er hängelt sich hier rüber. Er ist doch perfekt, Ezio. Ladies and Gentlemen. Und schon sind wir auf dem fast höchsten Punkt von Florenz. Hatte ich tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung. Aber schaut euch das mal an. Lasst es auf euch wirken. Drink it in, man. Bam. Das alte Florenz, das alte Italien. Sieht es nicht schön aus? Sieht es nicht traumhaft aus? Ein Traum, oder? Synchro. Wahnsinn. Der Fluss. Durch Florenz. Ach, ist das ein Traum. Karte aktualisiert. Da gibt es den Todessprung. Schon den höchsten hier. In Florenz. Ach, ist das schön. Aber wir müssen noch mit dem Freund unserer Schwester reden. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Die Fette. Claudia, ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Was? Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Die fette Kuh nimmt er für unsere wunderschöne Schwester. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Halt's Maul. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Oh, Buddha. Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Ha! Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ja. Ihr Auditore könnt alle reden. Duccio, aber wenn es dann ernst wird. Ha! Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte dann deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Bam! Bastardo. Und auch noch mit den Knien können wir zuschlagen, wenn wir einen gepackt haben. Jetzt liegt er auf dem Boden. Na komm, steh auf. Ich will den richtigen Kampf. Provozieren können wir auch, taunten. Jetzt will ich nochmal greifen, jetzt zeige ich euch die Kopfstöße und bam, der Timothy Thatcher-Move hier quasi. So, liegt auf dem Boden. So, jetzt steh nochmal auf und dann gebe ich dir den Rest. Komm, steh auf und bam. Und bam. Basta, ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. Spaß, Alter. Verzieh dich. Renn. Buddha. Oh Mann, ey. Auch ich wüsste, wer hier ganz gut reinpassen würde. Der gute Luca, der könnte hier natürlich bestimmt das ein oder andere Wörtchen mitreden.
beziehungsweise übersetzen, wenn ich doch auch nur Italienisch könnte. Aber dafür gibt es ja zur Not auch Übersetzer, Duden etc., Google. Da könnt ihr ja mal nachschauen, wenn euch was auffällt und ihr was wissen möchtet, unbedingt wissen möchtet. Ich habe ihn seine Strafe, seine gerechte Strafe überbracht, Schwester. So, und da haben wir noch eine Mission. Wer bist du? Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Petruccios Geheimnis. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Wir haben noch einen kleinen Bruder. Okay, 2 Minuten 30. Na, okay, das sollten wir schaffen. Petruccio Auditore. Okay, wir haben eine Schwester und 2 Brüder, so wie es scheint. Interessant. Und jetzt haben wir sogar schon Zeitlimit. Wollen wir mal Gas geben, wa? 3 Federn, das ist ja easy. Das sollten wir noch hinkriegen. Für unseren kleinen Bruder. Ach, da könnten wir sogar fast noch den Aussichtspunkt hier mitnehmen. Zwischendurch. Ah, komm, noch eh 2 Minuten, ey. Easy, eine Feder und dann noch zurück. Das schaffen wir locker in der Zeit. Dann nehmen wir doch noch diesen Aussichtspunkt hier mit, liebe Freunde. Decken wir noch mehr von Florenz auf und dieser wunderbaren Grafik. Wie gesagt, 2009, ne? 7 Jahre ist das Spiel alt. Nicht ganz, im November 7 Jahre alt. Aber sieht das nicht noch unglaublich schön aus? Ach, ein Traum. Oh, ich bin wieder so hyped auf das Spiel. Für mich, oder meiner Meinung in den Augen vieler, das vielleicht sogar beste Assassin's Creed aller Zeiten, Assassin's Creed 2. Und warum das so ist, das werden wir natürlich im Verlaufe dieses Spiels sehen. Noch haben wir ja nicht viel von dem Spiel gesehen, aber ich habe mich damit schon... Nach 2 Jahren nach diesem Hype von Assassin's Creed 1 hatte ich so Bock, wo das Spiel angekündigt wurde. Und ich hatte so Bock... Ich war ja skeptisch, weil Alter hier nicht mehr da war, aber mit Ezio haben wir einen fähigen Ersatz quasi. Und kleiner Bruder... Ich habe die Federn. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Süß. Ja, wir haben alles erledigt. Unser Bruder, unsere Schwester und unsere Mutter wollte was von uns. Jetzt können wir wieder zurück, um uns unserem Vater zu widmen. Federstandorte, es wird natürlich kein 100% Let's Play. Ich werde aber mal gucken, vielleicht machen wir im nächsten Part tatsächlich mal hier so eine Kurier- oder eine Schlägermission. Vielleicht sogar beides. Ich glaube, das fangen wir mit dem nächsten Part an und dann hoffe ich, seid ihr wieder mit am Start. Wir haben der Familie geholfen und ja, Familie geht über alles, so wie es ist und das weiß Ezio auch, er hilft allen. Und wir haben Leonardo da Vinci kennengelernt. Ach, wie viel wir schon erlebt haben und wir sind erst am Anfang des Spiels. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, mit am Ball. Es wird sich lohnen, vertraut mir. Bis dahin, Leute, haut rein und ciao.